Willkommen zurück zum Let's Play Fahrenheit. Wir machen jetzt direkt weiter. Und zwar gehen wir jetzt wieder durch den Vordereingang, weil hinten kommt man nur raus und nicht wieder rein ins Gebäude. Oh, da bemerken wir was. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Tja, kann man so behaupten. Er hat sich die Arme aufgerupft. Gut, gehen wir nochmal rein und gucken. Wir haben nämlich noch den Tisch, den wir untersuchen müssten. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Gucken wir mal auf die Rechnung. Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Sehr seltsam. Schauen wir mal. Unter den Tisch. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. So. Mal gucken, ob Tyler noch irgendwas entdecken kann. Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Steak und Pommes. Also ich kenne kein gutes Steak, das grau ist. Na lecker. Martin sagt, der Typ saß hier. Ja, sonst bemerkst du natürlich nichts. Aber mit Tyler zu spielen ist auch ganz lustig. Wenn ich mich zum Beispiel hier hinsetze. Kann ich wieder aufstehen. Okay. Ich dachte eigentlich, dass es hier auch geht. Dass er einfach mal Fernsehen guckt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was funktioniert. Der Tyler ist ja müde. Ach, komm. Und da hilft eine Tasse Kaffee ungemein. Wo ist die Kaffeemaschine? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. So, und dann stärke dich mal. Außerdem ist Tyler ein Freund von guter Musik. Und da hier eine Jukebox in der Ecke steht, werden wir die direkt mal nutzen. Tyler, kannst du das nicht ausmachen? Hier ist ein Mord passiert. Mann, ich wollte bloß die Atmosphäre auflockern. Okay, schon aus. Das mache ich besser aus, bevor Carla ausrastet. Tja, Tyler, du bist echt daneben. Was machst du denn bloß? So, wir wechseln wieder in den Charakter zu Carla. Mal schauen, ob wir noch irgendwas zu sagen haben. Nein, haben wir nicht. Dann quatschen wir mal mit Tyler. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Und bestätigen. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir es. Es wird Zeit, zum Auto zurückzukehren. Ich bin todmüde. So, auf ins Auto. Und ab dafür. Umgebracht.
wirklich geschehen. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Oh, mein Schädel. Ich habe das Gefühl, als trappelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Tja, dagegen helfen im Allgemeinen Tabletten. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Tja, der gute Nietzsche. Wenn ich mich nicht täusche, war Nietzsche ein Philosoph. Hey, Sie hören KWL605 und wir schalten um zu Cindy und dem Wetter von heute. Hi Cindy. Hi Peter, mein Haar ist... Das höre ich mir jetzt nicht die ganze Zeit an. Gut, es ist kalt draußen, deswegen machen wir mal einfach mal das Fenster zu. Und gehen uns duschen. Ich finde es interessant, diese... Oh. Okay, wir gehen erstmal nicht duschen, wir gehen telefonieren. Hallo? Lukas, schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. So, dann hören wir mal gleich die Nachrichten ab. Gestern um 19.30 Uhr. Hallo, hier ist Tiffany. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen, um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Nun ja, das waren schon alle Nachrichten. Jetzt gehen wir uns aber mal duschen. Und hier noch ein paar Fakten. Quantic Dream, der Entwickler dieses Spiels, hat sich 1997 gegründet und 1999 kam das erste Spiel von denen raus. The Nomad Soul. Das nächste Spiel haben wir dann hier vor uns. Fahrenheit von 2005. Und der Nachfolger von Fahrenheit, beziehungsweise in Amerika Indigo Prophecy, ist Heavy Rain. Welches auf jeden Fall PlayStation 3 Spielern ein Begriff sein dürfte. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise Ende diesen Jahres, soll dann noch Beyond Two Souls erscheinen. Worauf ich mich persönlich schon sehr, sehr freue, weil die Story da anscheinend wieder sehr genial sein soll. Die ist mir zumindest sehr vielversprechend, muss ich sagen. So, schauen wir mal, ob wir nicht was zum Verbinden im Schrank haben. Haben wir. Sehr gut. Schockmoment, Lucas Kane sieht überall Leichen, überall, sie lassen ihn nicht zufrieden, ja. Okay, Schluss damit, wieder zum Ernst des Themas zurück. Jetzt sollten wir uns anziehen. Damit wir nicht permanent auf dieses blutverschmierte Laken gucken müssen, machen wir da mal die Decke drüber. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Ja, du sollst es aber abdecken. Du Hund. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Die Laken wechsle ich später. Gut. Braver Junge. Dann ziehen wir uns jetzt anständige Klamotten an. Anständig. Typ trägt auch jedes Mal eine Jacke.
Gut, das Bild gucke ich mir nicht an, also das machen wir nachher. Wenn wir wieder zu Hause sind, können wir uns das Ganze mal angucken. Das Ding machen wir wieder zu. Und da haben wir Flashbacks, wie es aussieht. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Okay. Ein Flashback kann es nicht gewesen sein, weil sowas ist hier noch nie passiert. Aber wir haben gesehen, da liegt etwas auf dem Boden, was nicht unbedingt Vorteil ist für uns. Deswegen... Oh. Sachen, die ich gestern mal hatte. Total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Ja, hatte ich gerade vor. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass da so eine komische Sequenz kam. Ab in die Waschmaschine damit. So, jetzt ist er nur noch angespannt und nicht mehr gestresst. Trinken wir noch ein bisschen was. Natürlich keinen Alkohol, sondern Milch. Weil wenn wir jetzt Alkohol trinken würden, wäre das quasi ein Selbstmord. Alle hol macht Birne hol, Birne hol mit alle hol. So, haben wir noch irgendwas zu essen hier? Ach, der arme Junge. Abwäsche voll. Ach, ich krieg die Krise. Nein, das gucke ich mir jetzt nicht länger an. Hier liegt eine Zeitung, die lesen wir uns mal durch. Gucken, was so Erfreuliches drinsteht. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen, durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlichen. Tja, keine guten Neuigkeiten. Aber was soll's. Es ist nun mal so. Abgeschlossen. Wo kann ich gestern Abend den Wohnungsschlüssel bloß hingelegt haben? Tja, den werden wir mal suchen. Zufällig schlendern wir am Fernseher vorbei. Mal gucken, was da so läuft. Die Leiche eines Mannes wurde in der Toilette eines Restaurants im East End entdeckt. Der Täter stach mehrmals mit einem Steakmesser auf das Opfer ein, während im Nebenraum die übrigen Restaurantgäste ahnungslos weiteraßen. Die Polizei sucht bereits nach einem Verdächtigen, der den Tatort kurz vor Entdeckung der Leiche verlassen hat. Eine genaue Personenbeschreibung liegt uns noch nicht vor, aber wir werden sie auf dem Laufenden halten, sobald... Also man merkt auf jeden Fall, dass ihn psychisch sehr belastet, dass er einen... New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. So, und jetzt müssen wir schnell den Schlüssel... Sie kommen mich festnehmen. Die Polizei, Sie kommen mich festnehmen. Dann mach doch erstmal die Tür auf. Polizei, aufmachen. Und schau, was der... Sekunde, ich komme. Ja, ja, quatsch nicht. Sie dürfen nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen kann. Ich kann auch hier nichts mehr verstecken, bevor ich aufmache. Bin ich mir sehr sicher, dass hier nichts mehr liegt. So. Hören Sie, ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die... Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Das war ich. Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm.
Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Natürlich nicht. Tja, dann tun Sie's. Wenn wir es verweigern, machen wir uns ja gleich verdächtig, deswegen. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Und Erleichterung macht sich breit. Das Gefühl kennen wir alle, wenn einem so ein richtiges Stein vom Herzen fällt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt trotzdem raus, weil wir wollten uns mit Markus treffen. Und wir spielen mal weiter mit... Wir spielen direkt mit Lucas Kane weiter. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. So, hier haben wir schon die neue Szenerie. Markus steht dort und wir machen im nächsten Part weiter. Bis gleich.